Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich dachte mir so heute, nach einem stressigen Arbeitstag, was kann man da nicht Besseres machen, als wie eine Runde Basic programmieren? Und zwar ein Programm, was im Endeffekt kein Mensch braucht. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe da nämlich so eine Idee. Ich habe da etwas gesehen beim Nerdroom und das möchte ich einfach mal so eins zu eins klauen, weil er hat sich nämlich auch geklaut. Ja, und deswegen dachte ich mir, so was er kann, kann ich schon lange. Genau, ist ja logisch. Genau, nein, Spaß beiseite. Ich habe vor, mein Adventure The Wood etwas anders zu gestalten. Ich möchte eine andere Grafik haben, eine andere Steuerung haben und es gibt so eine, ja, so ein Basic-Code, ja, in dem man das Spielfeld so eingrenzen kann, dass ich dann praktisch mit meiner Spielfigur oder besser gesagt mit meinem Spielpunkt im begrenzten Bereich hin und her wandern kann. Und das möchte ich jetzt einfach nur in meinem Programm mit integrieren. Ich habe da schon mal einen Screenshot gemacht vom Nerdroom und diesen Code will ich mir jetzt hier klauen. Ich zeige euch das mal eben. Das haben wir gleich. Jetzt seht ihr den wunderschönen Tux. Da, dieser Code ist das. Der fängt hier bei 10 an. 10, 20, 30 bis 90. Und hier ist ein Spielfeld mit, ja, 8x8 Pixeln oder Rauten in dem Fall. Und da kann man seine Spielfigur, er hat jetzt hier gewählt, geteilt, Semikolien, warum eigentlich? Ach so, für rechts, links. Add wäre jetzt nach Norden und das Geteiltzeichen, das wäre nach Süden. So hat er das jetzt hier festgelegt. Und das möchte ich auch machen, nur passend auf meine auf mein Spielfeld. Ja, ich switch da mal zu mal wieder um, damit ihr meinen wunderschönen Commodore seht. Und zwar zeige ich euch da mal was. Ich habe da was vorbereitet. Ne? Ich habe da was vorbereitet. Und zwar zum Testen habe ich jetzt hier, ich mache jetzt nicht weiter bei The Wood, sondern bei Adventure. Adventure 06. So heißt das gute Schätzchen. Wir machen mal Run. So sieht mein Spielfeld aus. Und dann kann man natürlich jetzt ganz lustig, kann man jetzt hier nach Süden gehen, nach Osten gehen. Man kann nochmal nach Osten gehen. Man kann sogar nach Norden gehen. Man kann sogar nochmal. Und so weiter und so fort. No, jetzt ist das Problem. Sieht man schon, das Spielfeld ist ein wenig eingegrenzt und dieser gelbe Punkt, das soll eine Spielfigur sein, ja, ich weiß, ein bisschen primitiv, aber es funktioniert zumindest, sagen wir mal so. So, wenn ich jetzt nochmal nach Norden gehe, was passiert? Man geht natürlich aus dem Bildschirm, man kann natürlich auch jetzt hier wieder reinlaufen, aber trotz alledem, das möchte ich natürlich nicht haben. Ich möchte natürlich, dass, dann ist er im Endeffekt, wer nach oben springt, dann wäre es richtig. Und dazu gibt es diesen Code vom Nerdroom und den möchte ich jetzt bei mir mit integrieren. So, das wäre das Spielfeld und dann geht es hier ab 430 los. Und ab da möchte ich den ganzen Code erst einfach mal löschen. Das bleibt hier drin. Mit get a dollar, dann NOSW, das wäre für mich dann die Richtungsangaben. Und noch ein paar Zusatzangaben, dass man an jedem Punkt etwas machen kann. Beispiel U untersuchen, H Hilfe und irgendwie, und viel mehr habe ich da jetzt eigentlich auch noch nicht drin. Ach, ein B habe ich noch drin für Benutze. Genau. Und jetzt muss ich erstmal den ganzen Code ab 570 löschen. Das mache ich mal eben ganz schnell. Es gibt da auch einen Befehl. Ich gebe mal Bar ein. Dann kann ich hier mit dem Joystick, seht ihr den Joystick? Müsst ihr mir einfach mal glauben, ich habe jetzt hier einen Joystick in der Hand. Da habt ihr gesehen, kann ich die Final Cartridge, die Basic-Befehle hier aufrufen. Und ich überlege gerade, wie der Basic-Befehl war. Del. Ich probiere mal Del aus, den Befehl Del. Gut. Ich mache es da mit der Hand. Muss mal kurz gucken, ab wo. Ab 570 Dell. Das machen wir mal eben. Dell 570 bis 830. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich kenne den Befehl noch nicht. Ich gebe einfach mal Enter ein. Gebe jetzt mal List ein und Simsalabim. Mal gucken, was passiert ist. Und von Zauberhand wurde der Code verkleinert. Prima. So, ich gebe auf mein Spick
Zettel. Wie hat der Nerdroom das gemacht? Er hat dann gesagt, Px, also Position x ist gleich 0, Position y ist 0. Die Variablen hat er erstmal gesetzt. Jetzt scrolle ich nochmal eben nach oben. Ob ich da schon irgendwelche Variablen vergeben habe, habe ich noch nicht. Ich kläre den Bildschirm, setze die Farbe auf gelb. Dann kommt hier oben, und dann geht schon das Menü. Die Map. Genau, die wird dann gepokt und dann hier wird dann dementsprechend dann das andere dargestellt. Gut. Und dann wartet er auf einen Tastenbefehl mit get. So. Und nach Nerdroom, er sagt px gleich 0. Ich mache mir das ganz einfach und sage einfach nur x. X gleich 0 geteilt durch y gleich 0. So fängt er an. 0, okay, warum auch immer. Dann macht er mit einer For-I-Schleife, macht er das Spielfeld mit den Rauten, das überspringe ich jetzt. Und dann käme als nächstes, ich schreibe mal hier weiter, 452 wäre dann Poke 1024. 24 plus x plus y mal 40, genau, was ist die Zeile, ne? Zeile 40 wird das wohl sein, Komma 35, ne, was hat er gemacht, Komma 0. Komma 0 ist das Add, ich will ja nicht das Add, ich will ja den Punkt haben. Natürlich die Frage, was hat der Punkt für einen Code, da müsste ich die Zeichentabelle jetzt aufrufen. Habe ich nicht. Ist egal. Ich nehme jetzt erstmal ein Add. Das kann ich ja ruckzuck ändern. Was steht da noch? Ne, mehr steht da nicht. Und dann kommt Get. Get wäre dann hier. Und nach Get kommt nochmal Poke. Also wäre das 462. Da ich faul bin, mache ich das so. Wäre 1024. Plus x plus y 40,35. Ah, 35 ist ein Leerzeichen. Dann wird das Zeichen nach der Tasteneingabe wird wieder gelöscht. Gut, das macht aber eigentlich auch nur Sinn. Was ist denn, wenn ich jetzt B drücke? Dann wird er theoretisch das Zeichen auch wegmachen. Ist egal. Ich ignoriere es mal. Und das war es eigentlich schon. Und dann sagt er Go to 30, also Go to zu dem ersten Pokerbefehl. Der erste Pokerbefehl war 562. 452. So, 452. So, ich liste das nochmal und schaue mir das hier an. Irgendwas hat sich hier verstellt, hier bei meinem OBS. Nehme ich überhaupt auf? Nicht, dass ich hier gerade Selbstgespräche führe. Nein, ich nehme auf. Prima. One. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Ich habe ein Add-Zeichen oben in der Ecke. Gut, als erstes muss ich die Position ändern. Ich will nicht oben in der Ecke starten, sondern ich möchte eine bestimmte Position starten, nämlich genau in der Mitte. So, wie definiere ich jetzt die Mitte? Das wäre jetzt nicht 1024, sondern das wäre in X-Richtung, wie viel Zeichen haben wir? 40, also 20 mehr, wären dann 44 und in Y-Richtung 40 je Zeile, also 40 mal 10, ne? Waren das überhaupt 10? Ich mache einfach mal 400, mal gucken, was passiert. Das wäre jetzt mein Startpunkt. Ah ja, warum ist er so weit oben? Seht ihr das Add-Zeichen? Das hat da oben mich zu suchen. Wo kommt die Raute her? Ich weiß, woher die Raute kommt. Ich habe ein Add und eine Raute gezaubert. Ah ja, genau. Leerzeichen ist nicht 35, Leerzeichen ist 32. Es müsste oben links in der Ecke ein leeres Feld sein. Ja. Das hat schon mal geklappt, das Add-Zeichen. Aber trotzdem macht er nicht 40 Zeilen nach unten. Schauen wir uns den Code nochmal an. Was steht denn da geschrieben?
Y mal 400. Y ist 0. Das ist doch schon mal Quatsch. Weil 400 mal 0 oder meinetwegen auch 0 mal 400 sind 0. Und 0 ist nix. Da kann irgendwas nicht stimmen. 1 mal 400 ist 400, dann passt es. Ich mache hier einfach mal eine 1 hin. Und bei x genau das gleiche. X, hä, das gibt überhaupt keinen Sinn. 1024 plus 0. Ich mache hier auch mal eine 1 hin. Ja, da sieht es schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss noch einen nach links und einen nach oben. Mit mir selbst. Ich mache eine Testaufnahme. Ich muss sprechen lernen, Schatz. Ja. Ich kann auch nicht sprechen, deswegen spreche ich mit mir selbst. Gut, ich gebe Nummer 1 ein. So, sieht schon ganz gut aus. Ich muss noch eine Zeile nach oben, das heißt minus 40. Minus 40. Jetzt dürfen wir wieder rechnen. Jetzt dürfen wir wieder rechnen. 399 minus 40 sind, nach Adam Riese, 359. One. Ah, ich bin schon mal in der Mitte. Jetzt habe ich nur ein Add-Zeichen. Ich möchte aber kein Add, sondern diesen Ball. Diesen Ball. Ich hätte eine Idee, was der Ball sein kann. Oder wir machen das mal ganz anders. Poke 1024,72. Ist es nicht. So, ich switche mal ganz kurz um. Auf meinen Desktop. Auf mein gutes Ubuntu-System. Und irgendwo gibt es hier auf der Seite c64wiki.de gibt es eine Zeichentabelle und ich möchte dieses Zeichen hier haben. Das wäre das Zeichen 81. Machen wir mal einen Test. Jo, 81 stimmt. Müsst ihr mir jetzt mal glauben. Damit kann ich jetzt wieder umswitchen. Ich beweise es nochmal. Ich mache das mal jetzt hier weg. Und 81 wäre mein weltberühmter Punkt. Und den werden wir jetzt hier in meinen Code verewigen. So, wo muss der denn überhaupt hin? Wo muss der hin? Hier, ne? Was habe ich gesagt? 81, schon wieder vergessen. Sagenhaft, schon wieder vergessen. Und ich habe einen Punkt. So, wenn ich jetzt nach rechts gehe, nicht ohne Seife waschen, also ein O, und dann habe ich ein Illegal. Fängt sich da gut an. Ein Illegal. Okay, warum sagt ihr denn? Ah ja, klar, Gosub gibt's nicht. Das ist nämlich auch Quatsch. Das ist völlig so Quatsch, was da steht. Die Fehlermeldung war nämlich richtig. Ich habe hier nämlich noch gar nicht zu Ende programmiert. Das muss natürlich weg. Man kann das hier direkt hier hinter eingeben. Die neue Positionierung. So, nach Norden. Müssen wir ganz kurz gucken, was hat er geschrieben? Y gleich Y. Nein, falsch. Klammer auf. Gleich Y. Minus 1. Klammer zu. End 7. 7 wäre jetzt die Begrenzung. Aber ich will ja keine Begrenzung auf 7 haben, sondern müsste ja eigentlich 8 oder 9 sein, meine ich. Weiß noch nicht. Ich lasse es einfach mal. Dann kommt Osten. Osten wäre das Zeichen. Das bringt x minus 1. Ja. X gleich, Klammer auf. X minus 1, Klammer zu, end 7. Süden. Süden wäre bei ihm geteilt und geteilt ist y gleich, Klammer auf, y plus 1. Versuch macht klug. Ich glaube, da ist noch ein bisschen viel Arbeit dran. Da ist noch viel Arbeit dran. Oh, wo ist denn der Punkt? Der ist ja ganz da oben. Oh, jetzt ist er da unten. Oh, oh, oh.
Ja, einfach so abkopieren. So ein Code ist auch nicht immer richtig. Ich gucke erstmal, ob ich die Richtung richtig angegeben habe. Y habe ich jetzt hier zweimal. Hier kann irgendwas nicht stimmen. Y ist dreimal sogar drin. Norden. Norden ist at. At ist, da könnt ihr es nicht sehen, das hatte ich euch vorhin eingeblendet, at ist bei Ihnen Y. So. Osten wäre Semikolon. Semikolon ist X. Da habe ich alles, das habe ich richtig gemacht. Süden. Süden wäre geteilt und geteilt ist Y. Auch richtig, dann wäre das hier x, x, y, y, x, x, y, ja eigentlich. Machen wir einen neuen Test. Wo kommt das Q jetzt auf einmal her? Ich drücke mal auf O und dann geht nach Westen. Irgendwie ist da was falsch. Ich mache jetzt nochmal Run, wo kommt das Q her? Hä? Mein Basic spielt verrückt. Gucken wir doch mal nach. Ist hier irgendwo ein Q? Ah, hier ist ein Q, tatsächlich. Hä, wo kommt das denn her? Gut, nichts mehr denken. Irgendwas ist jetzt hier noch falsch. So, Pauke 24, Startposition stimmt. Das müsste auch stimmen. Das müsste auch stimmen. 7. Ich gebe jetzt mal die richtige Begrenzung ein. Die müsste... Ne, die ist 20. Stimmt mich, die ist 18. Ich zähl nochmal nach. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34. Und hier haben wir 12. 34 und 12 wäre eigentlich die Begrenzung. Also hier hätten wir 12 nach Osten, was habe ich gesagt, 34 und hier hätten wir auch 34 und nee, hier hätten wir 12 und hier hätten wir 34. Ich tausche mal eben die beiden Codes hier, ich mache hier raus 90 und hier raus mache ich 80. Dass Norden und Süden zusammenstehen und Osten und Westen. Einfach nur für die Optik hier zum Programmieren. Genau. Wenn die Y-Achse, das andere ist die X-Achse. So, dann ist das wenigstens so ein bisschen ordentlich. Nach Osten ist nach rechts. Müsste das nicht eigentlich Plus sein? Das müsste ja dann Plus sein. Müssen wir nämlich auch noch ändern. Und nach Westen wäre Minus. Ups. Minus, so. Nach Norden wäre Minus und nach Süden wäre Plus. Da passt es. Versuch macht klug. Ich gehe nach Osten. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, ich gehe ja immer eine Taste. Genau, das ist jetzt auch die Änderung. Wo ist er hin? Meine Figur ist weg. Gut, es tut sich was, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Er geht zurück nach Poke 452. Und dann setze jedes Mal ja die Startposition auf 1024 plus x. Aber der zählt die x ja immer mit. Oder mache ich das einen Denkfehler? Ich teste einfach mal auf. Welchen Wert haben wir jetzt in x? Print x, 34. Print y, es kommt 12, ne? Okay. Muss ich den nicht erst auf 0 setzen? Jedes Mal, wenn ich starte. Ich sage einfach mal 10x gleich 0. Um einfach den x-Wert und y-Wert einmal zu resetten. Auch gleich 0. Nicht, dass er jetzt irgendwelche Werte immer im Speicher mit drin hat und ja, dann ist alles dann schrubbelig.
Schon wieder ein Q drin. Osten. Geht nicht. Westen. Norden. Und dann irgendwann bin ich illegal, jawohl. Irgendwas stimmt aber immer noch nicht. So, X ist 0, Y ist 0. Oh, was ist das denn? Kennt ihr das? Also das Problem habe ich manchmal auch. Ich habe eigentlich gedacht, das würde irgendwie am kaputten Chipsatz liegen oder an sonstiges. Aber genau das gleiche Phänomen habe ich sogar mit Weiß, wenn ich da programmiere. Ich habe keine Ahnung. Was man machen kann in dem Fall, ich gebe New ein, ich gebe Old ein und dann hätte ich mein Programm wieder. Ja, kann man machen. Okay, aber trotzdem darf das ja nicht sein. Ist das ein Fehler im Basic? Könnt ihr mir vielleicht unsere Kommentare mal schreiben, warum das Basic da so strubbelig wird. So, jetzt nochmal, ich schon wieder Q drin. Das Q, ja gut, von vorhin vielleicht noch, keine Ahnung. So, ich gehe nach Osten. Ich gehe nach Norden, ich gehe nach Süden. Ich würde sagen, ich tobe mich hier noch so ein bisschen aus an dem Code und wenn ich die Lösung gefunden habe, melde ich mich wieder. So, neuer Tag, neues Glück, zumindest für mich, für euch ist es nur ein Schnitt weiter. Genau, ich probiere jetzt nochmal mein Adventure 07 weiterhin zu optimieren. Ich lade dazu das Directory und lade das Adventure 07. Was habe ich denn da jetzt geschrieben? Ist irgendwas falsch gelaufen? Load Adventure 07. Schauen wir uns das nochmal an. So, wie schaut es denn hier aus? Ich gehe nach Osten. Es scheint zu funktionieren. Nur er geht natürlich über den Bildschirmrand hinaus. Das ist das Problem. Nach Westen kann ich auch gehen. Nach Norden, da ist noch ein Illegal. Da gehen wir der Sache nochmal auf den Grund. Was ist denn da los? Gut, nach Osten und Westen funktioniert. Das wäre hier plus 1 bzw. minus 1. Das gleiche soll er bei Y ja machen. Ja, da kann auch nicht funktionieren. Er muss natürlich immer 40. Was habe ich denn da gestern eingegeben? Wie komme ich da auf 359? Also die 40 muss da stehen bleiben. Weil wenn er nach Norden geht, dann geht er eine Zeile nach oben und das wären ja 40. Also 40, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Genau, umgekehrt natürlich genauso. Man muss natürlich nur minus 40 machen. So, und warum steht da plus? Ach so, hier macht das Zeichen weg. Aber der Sprung ist immer 40. Oder ich mache jetzt irgendwie einen Denkfehler, kann natürlich auch sein. So, die Startposition, die ist falsch, das ist aber nicht schlimm. Genau, jetzt macht er Einserschritte. Jetzt macht er die Einserschritte, genau. Und nach Osten macht er auch die Einserschritte. Prima, nach Westen macht er auch die Einserschritte. Und ich sehe schon, das nächste Problem, wenn ich nach Norden gehe, da soll die Grafik natürlich nicht wegradieren. Oh, da gibt es noch einiges zu programmieren. A geht natürlich nicht. Und wie sieht es aus, wenn ich über den Bildschirmrand hinausgehe? Ich denke mal, da ich keine Begrenzung habe, genau, geht ja dann einfach weiter. Dann fange ich erstmal mit der Begrenzung an und sage ihm, genau, das End habe ich weggemacht. Die End ist ja die Begrenzung. Das wäre eigentlich der ganze Bereich. Der ganze Bereich ist... wir haben 40 Zeichen, minus 2, 2 plus 2 ist 4, dann hätten wir eigentlich 36, plus den Rand 34. Ich versuche es einfach mal, ich gebe einfach mal End 34 an. Das ist bestimmt falsch, aber irgendwo muss ich anfangen. Ich muss mich ja jetzt so ein bisschen rantasten, weil mit dem End-Befehl so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Gut, ich bin da oben in der Walachei, das muss ich auch ändern. Wie kommt er auf diese Position?
kommt der auf diese Position? X0, Y0. Das kann eigentlich auch wieder weg. Das war auch ein Denkfehler von mir gestern. Denn es wird ja jedes Mal der X-Wert beim Starten des Programms auf 1 gesetzt. Da. Ab 450 ist er sowieso 1. Da kann er im Speicher haben, was er will. X ist 1, Y ist 1. Genau, er startet bei 1024. Da ist der Fehler. Bei 1044. Und ich muss jetzt 40, 40, 40 dabei rechnen. Also 120 dabei. Das sind 1, 6 ungefähr. Ich teste mal. 1, 2, 6, 4. 1264. Passt es? Oh, wo ist er denn jetzt hin? Nochmal 40 dabei. Noch zweimal 40 dabei sind 80. Und 20 dabei sind 100. Dann packen wir einfach mal 100 dabei. Ups. Ups, ups, ups. 100 dabei. Da könnte das doch passen. Ungefähr. Ich taste mich jetzt einfach mal da ran. Einfach nur mit einer Grobkopfrechnung. Ah, um einen vertan. Um einen vertan. Dann haben wir genau in der Mitte. Es wird so langsam. Ja klar, er fängt immer bei 0 an zu zählen. Die 0 ist ja beim Computer eine vollwertige Zahl. Zack, da wären wir in der Mitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Osten. Und da hört er wieder auf. Das ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt springt er wieder hin und her. Da mache ich irgendwie einen Denkfehler. So, wenn ich die 1024 eingebe, dann passt das. Ich muss dazu nochmal eben kurz überlegen. Er pokt die Position plus x. Ich habe gesagt, x ist 1. Ah ja, genau, daher kommt. Daher. Dann ist er bei 1064 plus y mal 40. Und dann das Zeichen. Das kann so nicht funktionieren. Das kann so nur funktionieren, wenn ich meine Grafik oben links in der Ecke anfangen. Dann funktioniert das. Wenn ich jetzt sage 1024 1024 beziehungsweise 1024 minus 1 nochmal 1023, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Jetzt bin ich ja oben links in der Ecke. Eine Zeile zu tief. Okay, das ignorieren wir mal. Na, jetzt funktioniert es auch nicht. Das ist alles schon ein wenig komisch. Ich nehme nochmal die N34 raus, das muss damit was zusammenhängen. Aber wundern, dass das so funktioniert, ne? Ne, jetzt will ich es doch wissen. Jetzt will ich wissen. Was hatten wir? 13. Ich habe vergessen. 1344? Ich weiß ja nicht mehr. 1344. Run. Plus 19 sind genau 63, hatte ich. 63 hatte ich. Jetzt funktioniert es. Genau, das ist, sobald ich die Begrenzung mit End eingebe, haut mein Code nicht mehr hin. So, jetzt funktioniert es. Jetzt kann ich hier so lustig hin und her laufen. Was ist ich wohin? Gehen wir noch mal ein bisschen nach Westen. Komm, wir gehen mal hier nach Norden. Gehen wir mal hier hin, da hin. Wieder zurück. Und nach da. Und ach nee, doch lieber nach da. Nee. Veräppelt.
und wieder einen zurück. Also das funktioniert alles. Wieso kriege ich die Begrenzung nicht hin? Sobald ich ein End eingebe, End. So, nach Norden. Wo wäre denn bei Norden das Ende? Genau, bei Norden wäre das Ende. Ich muss die fixe Position, glaube ich, eingeben. Kann das sein? Ich muss die Bildschirmpunkt angeben. Also 1024. Mal ganz kurz nochmal gucken. Also mal X abbrechen. Hier oben ist 1024. So. Und die Begrenzung wäre dann 40, 80. 80 wäre zu weit. 120. Also er darf nicht höher gehen als bis zur Position 120 in Y. 120 ist ja nicht richtig, sondern 120 plus 1024. 1024, genau, 1024. So, das macht dann 1144. So. Das wäre die Y-Begrenzung nach Norden. Genau, wir begrenzen erstmal nur nach Norden. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Das wäre zu schön. In 470. Hä? Was ist das denn? Über ein Basic hier wäre verrückt. Was habe ich vorhin angegeben? 1024 plus 120, ne? Genau. Das wären dann 1144, wenn ich richtig gerechnet habe. Nochmal. Süden geht. Norden macht er wieder diese Sprünge. Jetzt macht er wieder diese Sprünge. Oh, das End bezieht sich wirklich auf den absoluten Wert. Auf den absoluten Wert von der Position, wo ich bin. Dann wären es ja doch 120. 120 wären 1, 2, 3 Zeilen. Den ersten macht er noch. Und dann ist er weg. Oder ich sag ihm 3 Zeilen nach oben. Aber es wäre 3 mal 40, wäre ich für 120. Ich weiß nicht, wie er rechnet. Ja, so ist richtig. Ah, 1, 2, okay, 1 zu früh. Ist das schon das Geheimnis? Jetzt geben wir mal 5 ein. 1, 2, ja, das sieht gut aus. Aber er zählt nur die 5 bis da unten, oder? Kann das sein? 5. Wie hat er denn jetzt gezählt? Hier gestartet. 1, 2, 3, 4. Genau, da geht ein nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Er packt die 5 nach unten. Er müsste aber eigentlich haben 6, 7. Da müsste er eigentlich bis unten hingehen. Ich gebe mal 7 ein.
Eins, zwei. Da, jetzt ist er unten. Das ist genau richtig. Da ist die Begrenzung. Jetzt brauche ich die Begrenzung noch nach oben. Eins. Auch sieben. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie der rechnet. Also wenn ich jetzt End 7 eingebe und das mit Nord und Süd funktioniert, dann habe ich es verstanden. Da bin ich mal gespannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Der sollte eigentlich nach oben. Macht er nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier habe ich sogar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt habe ich 8. Wenn ich den Startpunkt einer Reihe vorher mache, das wäre irgendwie geschummelt. Wäre auch blöd. Also nach Süden macht er richtig, nach Norden nicht. 1, 2, ne. List. Sieben. Und die 9 haben wir gesagt. Dann machen wir auch 9. 1, 2, ne. Der macht immer nur diesen Bereich. Egal was für Wert. Okay, jetzt macht er nur diesen Bereich. Y. Ja, aber Y ist die Begrenzung bei 9. Was macht er mit Y? Er macht 9 mal 40 daraus. Okay, 0. Bei 0 bleibt das. Süden ist 0, ne? Süden ist 0, ja. Dann bewegt er sich nicht. Wenn ich sage, Süden ist 1, dann müsste ich eigentlich ja ein Feld bewegen, ne? Ja, genau. Wenn ich sage, Süden ist 14, 7 nach oben, 7 nach unten. Mehr macht er nicht. Der geht immer nur. Das verstehe ich nicht. Wie viel ist denn 14 mal 40? 40 mal, wo ist das Print? Print 40 mal 7, 280. Kann der nur bis 255 rechnen? Das könnte sein. Also ich versuche mal 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, ist auch nicht. Das ist einfach komisch, das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich muss mir das Video vom Nerdroom nochmal anschauen und dann melde ich mich am dritten Tag wieder. So, mittlerweile ist Tag 3 und ich melde mich mal jetzt hier ganz schnell und ganz kurz noch einmal, um das Video auch abschließen zu können. Und zwar bezieht sich ja mein gesamtes Video im Endeffekt auf ja dieses Video vom Nerdroom. Kartenkoordinaten begrenzen mit End. Und ich habe im Endeffekt ja einen Satz zu früh auf Stopp gedrückt. Und im folgenden Satz hat er einen ganz entscheidenden Hinweis gegeben. Und darauf möchte ich jetzt mal mit euch kurz gemeinsam eingehen. Und zwar habe ich hier einen Fehler gemacht, dass ich nicht in 8-Bit-Schritten gegangen bin bei End,
sondern so nach Gefühl, sage ich mal nach 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer. Aber man muss darauf achten, dass bei AND man immer die 8-Bit einhält. Das heißt, das Spielfeld muss immer in 8 Bits aufgeteilt werden. Also entweder 8 Bildschirmpunkte, 16 Bildschirmpunkte und so weiter. Und nach unten hin dementsprechend auch 8, 16, 32 und so weiter. Gut, nach unten hin ist er bei 25 eh Schluss. Und deswegen muss man darauf achten, dass das Spielfeld, ich mache mal eben Run, so wie ich jetzt, gehe mal eben auf Run Stop. Jetzt habe ich hier 16 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 32 Felder und 8 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 8 Felder. Und jetzt kann ich auch ganz lustig in dem Bereich hin und her laufen. Weil das ist ja das Problem, was ich hatte, dass ich immer aus dem Bildschirmbereich oder aus der Grafik herauskam. Und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich genau in dem Bildschirmbereich drin. Wie gesagt, man muss eigentlich nur die 8 Bits einhalten. Und dann kann man auch lustig ganz normal hier hin und her laufen. So, jetzt macht er natürlich noch diese komische Raute hin. Das bekommt man weg, indem man jetzt hier sagt, Poke 32. So, dann hätten wir es so, wie ich es eigentlich auch haben möchte. Und dann läuft man dementsprechend dann ganz lustig und easy hier rum und kommt dann dementsprechend auf der anderen Seite wieder raus. Wenn man anstatt den Add jetzt auch noch einen Punkt haben möchte, dann hätten wir hier, das war es die 81 oder die 82, das weiß ich gar nicht mehr so genau, mal kurz gucken. Das war falsch. Dann war das die 81. Ja, dann hätten wir jetzt hier auch wieder meinen Punkt. Und jetzt kann ich hier wieder ganz lustig und fröhlich dann hier hin und her laufen. Gut, das Spielfeld als solches sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe es jetzt nur ein bisschen abgekürzt, weil es geht jetzt nur um das Prinzip, wie man das Spielfeld eingrenzen kann, ohne dass der Punkt jetzt hier rausläuft, sage ich mal. Darum ging es mir jetzt. Und der Startpunkt wird hier festgelegt mit Poke 1108 in dem Fall und kann man natürlich jetzt beliebig dann verändern, so wie man es halt eben gerne haben möchte, je nachdem, wo das Spielfeld halt eben gerade sitzt. Ja, ansonsten kann man diesen Code hier vom Nerdroom auf jeden Fall super benutzen und mir ging es halt in erster Linie darum, den Code richtig zu verstehen. Und wie man den nach seinen Bedürfnissen halt eben dementsprechend anpassen kann. Das hat somit auch funktioniert. Und jetzt habe ich natürlich ein paar Fails mit eingebaut, aber das gehört beim Programmieren nun mal auch hinzu. Und jetzt versuche ich das jetzt in mein Adventure The Wood mit einzupflegen. Ja, dazu werde ich, denke ich, mal nochmal ein neues Video drehen. Aber es soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich denke mal, ich bin jetzt bestimmt schon locker auf über 40 Minuten. Und das sollte jetzt für dieses Video auch reichen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!